Die DDR war bei mir zu Hause meistens eher so ein sonniger Ausflug eigentlich. Also es gab halt Alltagsgeschichten, wie in jeder Familie, egal ob aus Stuttgart oder aus Sindelfingen oder aus Schwerin erzählt werden. Das heißt, es gab eigentlich gar keine richtigen politischen Gespräche. Und auf der anderen Seite, neben diesen anekdotenhaften Geschichten vom Ostseeurlaub und vom Aufwachsen in Ostberlin, gab es dann eben die Geschichten im Fernsehen, die eben eine ganz andere Sicht erzählt haben. Und das, was dazwischen ist, ist eigentlich nie so richtig beleuchtet worden. Das Thema Nachwendekinder hat mich deswegen interessiert, weil ich selbst Nachwendekind bin und eben wissen wollte, ob dieses Schweigen zu Hause und diese Leerstellen zum Leben im Osten und auch dieses eigene Verhältnis zu diesem Gebilde Ostdeutschland, ob ich der Einzige bin, der das so fühlt. Überraschenderweise bin ich natürlich nicht. Und genau, deswegen wollte ich wissen, was steckt eigentlich dahinter. Ich glaube, es geht weniger um das Verhältnis zur DDR als Staat, sondern eher das Verhältnis zu diesem Kulturraum, zu der Gesellschaft, die die DDR hinterlassen hat und eben zum Verhältnis zu den Eltern, die ja aus diesem Land kommen, das sie geprägt hat. Das heißt, am 2. Oktober wurde ja nicht 1990 ein Schalter umgelegt und alles war auf einmal irgendwie West- oder Gesamtdeutsch, sondern natürlich sind wir aufgewachsen mit den Leuten, die aus der DDR kamen und das hat uns eben geprägt. Ich würde mir wünschen, dass all die Probleme, die wir auf Ostdeutschland projizieren, als gesamtdeutsche Probleme ansehen und dass wir nicht so tun, als wenn all das eben nur irgendwo in einem entfernten, exotischen Land Thema wäre, sondern dass es eben Thema ist auf beiden Seiten und dass sich beide Seiten vielleicht auch noch ein bisschen mehr als jetzt füreinander interessieren.